Wir sind in Berlin bei Kai Gong. Yes, sir. Wie geht's? Gut. Und dir? Was steht auf deinem Arm? Auf meinem Arm steht Xue Wu Zhi Jing. Und das heißt? Das heißt so viel wie Wissen erkennt keine Grenzen oder man hört nie auf zu lernen. Das ist sehr schön. Zu dem, was wir gleich machen werden. Wie lange hast du geprobt? In dieser Zusammensetzung zu dritt ein paar Stunden. So ich alleine und ich mit meinem Bruder, wir haben schon öfter gespielt, schon einige unzählige Stunden. Du bist also eigentlich Solokünstler und hast dir aber für die Sache heute ein paar Kollegen mitgenommen. Genau, ich habe meinen Bruder, der so gezwungenermaßen immer so ein bisschen am Start ist. Geil. Und dann habe ich noch einen Kommiliton aus der Uni, Aaron, am Bass, treten wir heute als Trio auf. Sehr schön. Was macht ihr für Mucke? Ich würde meine Mucke so zwischen Folk und Hip-Hop ansiedeln. Mal mehr folkig, mal mehr hip-hopig. Okay. Und das ist ein bisschen so eine Mischung. Ich irgendwas bin zwischen Bob Dylan und A Tribe Called Quest. Sehr gut. Na, dann freue ich mich sehr darauf und wir sehen uns gleich wieder. I reply with yes, but to what depends on where you wanna be, I guess. It's probably true that open eyes can really see the best, but if you focus on one thing, you should see the rest. It's not the usual force that's waiting to your brain. Gotta keep your head up and maintain that aura of positive curiosity, cause as long as you express your little philosophy. Das Kai Gong Konzert in Berlin ist vorbei. Das ist vorerst der letzte Tag in Berlin der ersten Tour. Und hier ist das Flingstermobil, mit dem ich unterwegs bin. Und man kann ja auch ganz wunderbar hinten schon sehen, hier wird alles angeworben. Yay! Votet schön und wir sehen uns in Frankfurt wieder.